Naja, gehen wir nach oben. Spart Platz. Dann wollen wir mal. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich danke dir. Natürlich kommt er wieder angerannt. Jo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben für Senior Quindella hat mir, die Vorbereitung hat etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme, bist du das, Levi? Du bist es also wirklich, Cosim. Ich meine, bist du das, Cassiopeia? Höchstpersönlich, ich habe eine Bitte an dich, Levi. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Okay, verstanden. Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Star Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima. Die Gründerin von Team Star ist kampfbereit. Verneigt euch vor meinen unermesslichen Kraft. Oder unermessliche Kraft? Cosima von Team Star. Cosima, 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 Cosima. Nach Tara. Menschen kämpfen dann richtig. So steht es im Kodex von Team Star. Die Musik, ey. Level 62. Okay. Ups, einmal zu schnell gedrückt. Natürlich wieder rückzukippen, na, wer hätte das gedacht? Naja, und Licht halt, ne? Ja gut. Ich vermute mal, das hat alle Typen von Evoli. Scheiße, die Attacke ging daneben. Das sieht mir da halt danach aus, dass ein Evoli-Entwicklungsteam ist. Abschlag. Ach ja, das war ja das. Nee. Ein Blitzer. Ich versuch's mal. Diese Musik. Voll so Techno-Musik, ey. Na, die Rakete. Jo, das zimmert schon ordentlich rein. Und weg. Naja, passiert. War eigentlich eher zu erwarten, dass es passiert. Coole Augen. Klar. Mach das doch einfach mal. Oh. Das hat ja so viel abgezogen. Coole Augen. Was kommt dann? Flamara oder Aquana? Oder Ciana? Nahkampf. Oh, Nahkampf ist eine schöne Attacke. Ladevorgang kann ruhig weg. Flamara. Ach, was mache ich denn da eigentlich? Naja.
Ein Flammenblitz. Und Schiffsprotokoll. Ich bin halt doof. Ich hab schon wieder voll vergessen. Naja, passiert. Aber ordentlich einen Rückstoß erlitten. Ich hätte mir alle Typen mal fangen sollen. Dann hätte ich die Nachteile schon drin. Ja, ich weiß. Oh. Flammenblitz zieht ordentlich was ab. Und tschüss. Ja, seine Verteidigung sinkt natürlich dadurch, ne? Jetzt müsste Aquana kommen. Yep. Oh, die Musik ist echt cool, finde ich. Dann heilen wir dich einmal. Ui. Ich glaube, das ist gleich besiegt, wenn ich nicht aufpasse. Es hat auch noch die Statuseffekte drauf, ne? Wenn der Verteidigung und Spezialangriff sinkt. Hm. Und tschüss. Ja, war klar. Dann mache ich einmal was. Ich belebe ihn mal wieder. Coole Augen, okay. Dann... Ich habe nicht mehr viel Top-Genesung, ey. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich keinen Schlüssel einsetzen gerade. Ich wollte einfach nochmal auf Freude gehen, aber ich habe wieder zu schnell gedrückt. So. Die ganzen Statuseffekte sind ja weg bei ihm. Zum Glück. Coole Augen. Angriff sinkt. Natürlich. Nee, nee. Schon wieder. So, jetzt kommt Ciana. Mhm. Voll die Kurve. Okay. Ach komm. Voll die Kurve. Laubklinge. Ja, das letzte ist dann. Oder Glaciola. Warte mal. Mach das einmal so. Es ist wirkungslos. Warum? Oder ich mach das. Warum ist das wirkungslos? Really?
Autsch. Dass er da gar nichts abgezogen hat. Wow. Mach mal so. Außer sonst gleich besiegt. Nee, nicht wirklich. Aber trotzdem mache ich noch einmal das hier. Kreuzschere, okay. Wie wirkt die Standpauke? So, okay. Und nochmal Standpauke. Und jetzt? Felinara. Okay. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. Naja, so oft wie meine Pokémon gerade sterben. Eigentlich müssten meine Pokémon stärker sein, aber gut. Außer ich habe gleich Pech und dann, ja. Terra Cresselier, ich leuchte hell wie die Sterne und nehme die Form deiner Träume an. Und diese Sprüche dazu, ey. Ja, so stark. Feenpower. Oh, das war ja gar nichts. Ja, das war gar nichts. Unser Evoli Power verwandelt euch in Sternenstaub. Mondgewalt. Autsch. Verliere ich den letzten Kampf jetzt noch? Oder wie ist das? Oh. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem schaffen würde. Ein cooler Auge. Belieber. Probier ich halt aus mit ihm dann noch. Ein cooler Auge. Links setzt die cooler Augen ein. Gut, hier kann ich das einsetzen bei Boto, gell? Jetzt kommt Mondgewalt. Okay, er hält mir aus. Ich muss ihn aber wahrscheinlich gleich noch einmal hochheilen, ne? Wow. Und gewonnen. Ach du Scheiße, ey. Das wird ganz schön knapp ganze Zeit bei mir. Aber irgendwie kämpfe ich immer so, keine Ahnung. So. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Das war's, Leute.
Das war's, Leute. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Team Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben Operation Star etwas zu weit getrieben. So läuft das halt, wenn man dermaßen krasse Show absieht, wie wir und den Mobbern auf den Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikane nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheult und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mopper einen riesen Tumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Da hast du nicht Unrecht. Wir könnten echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir, ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe Team Star gegründet und euch alle in die Sache verwickelt. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Big Boss. Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder an die Akademie zurückkehren. Und was machst du? Ich kann nicht zurück an die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in dein Zimmer einzuschließen. Ich kann euch alle nicht genug danken. Ihr seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mach mal halblang. Warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So haltet doch ein. Was gedenkt ihr zu tun? Big Boss, jetzt kommt schon. Bye, Leute. Danke für alles. Und danke für alles, Centus Leval. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Team Star und für mich. Aber nicht für Zag. Also chillax mal. Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wäre? Warum musstest du als Big Boss die Operation Stardust ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab's da keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen. Aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Team Star gibt es keine Befehle, nur Bitten. So steht es in unserem Kodex. Ah, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau daran gehalten. Ja, deshalb wollte ich ihnen auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt. Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex mussten sie jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeuten dir deine Freunde aus dem Team? Sie sind mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn auf einmal mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meine wahre Identität preisgebe. Tada! Senior Direktor! So wie du insgeheim Cassiopeia warst, war ich insgeheim Leval. Was? Aber warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler schauen sich ja meist davor, Lehrer ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden? Von der Perücke ganz zu schweigen. Lass mir doch das Thema. Jetzt ist es erstmal an der Zeit,
dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Hey, Big Boss, lange nicht gesehen. Pinito. Lange nicht gesehen, wir sehen dich zum ersten Mal. Wir wussten nicht mal deinen echten Namen. Irisita. Welch Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Shugi. Also, Cosima war dein echter Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Otito. Wie schön, dich endlich zu treffen. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Okay, Leute, alle zusammen. 3, 2, 1. Hasta la vista. Das ist so doof, ey. Konnten das nicht mal synchron, ey. Also dann, Cosima und ihr 5 Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Wie bitte? Ich habe euch in Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einer der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte auch euch gefragt, was euch zu den Gründen. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eure Schmerz und eure Wut beruhte und auf eurem unvermesslichen Mut. All das bringt mich zum folgenden Fazit. Die Anordnung zum Auflösen von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Juhu, Cosima, hast du gehört? Das heißt, wir können alle zusammenbleiben. Welch frohe Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen. Du meinst Operation Stardust? Davon hat Direktor Kleber uns schon erzählt. Das hast du ja nur getan, weil dir das Team so am Herzen liegt und du uns davor bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen, stimmt's? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Wir können nur erahnen, wie zutiefst besorgt ihr um uns unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Was? Aber jetzt ist alles in Ordnung? Da fehlt das N. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Das mag sein, aber... wenn ich fortfahren dürfte? Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben von Unterricht, unbefugte Änderungen an eure Uniform, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren, etc. 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 Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtlich Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Centus in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte Aufbau dieser Verstecke sowie eure kreativen Kampftaktiken
haben mich zutiefst beeindruckt. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtung erhalten bleiben. Mit Mitgliedern von Team Star. Als Mitarbeitern. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich. Das hört sich sogar nach jeder Menge Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt sicher etwas schräg, da es ja eigentlich eine Bestrafung sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl wahr. Es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlockend, oder etwa nicht? Leute, Centus, was hältst du davon? Gebt eure Bestes. Aber ich... Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf, also nicht Team Star, sondern diese Versammlung. Könntest du bitte später in mein Büro vorbeischauen, Centus? Oh, wir sind im Zimmer gelandet. Okay. Das war ein Kampf. Wohin möchtest du gehen? Büro des Direktors. Ey, darf ich mir die Pokébälle nehmen? Nee, ne? Schade. Ah, Centus, da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe aufgelegt. Ich danke dir also vielmals. Wer ist da? Ich bin's, Cosima. Ah, komm herein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs. Ich würde es gerne zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich dafür entschieden hast. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte, als die der anderen. Meinst du, weil du Operation Stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb. Aber ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre... die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich mir, illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Pokémon-Liga gehackt habe. Ups. Verstehe. Meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Pokémon-Liga gehackt werden können. Echt? So schwierig war das gar nicht. Ich meine natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der Präsidentin der Pokémon-Liga, Zagaria, darüber sprechen. Das dachte ich mir schon. Entschuldige, Centus, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Einfach rausgeschmissen. Gedankt und dann rausgeschmissen. Aha. Geh mal ins Lehrerzimmer kurz rein. Wer warst du? Okay, jemand Uninteressantes. Wo möchtest du gehen? Eingangshalle. So, das letzte wäre jetzt die Pokémon-Liga, ne?
Captain Sandus? Cosima? Ich muss mit dir reden. Kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte da auf dich. Okay. Ui. Hallo. Hasta la vista. Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Es ist so schlecht, dass es irgendwie schon wieder genial ist. Es ist halt wirklich schlecht. Jedenfalls wegen der illegalen IP-Sache. Ich dachte, ich würde dafür so richtig Ärger bekommen. Aber mir wurde einfach verziehen. Wie kommt's? Sie meinten, dass ich es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Pokémon-Liga aushelfe. Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Der Direktor und diese Frau namens Zagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dir hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte, aber danke für alles. Du hast Team Star und meine Freunde gerettet, Santos. Gerinnt durch uns durch. Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum hier. Draco-Meteor. Kometen werden heraufbeschworen. Der Rückstoß reduziert den Spezialangriff des Anwenders stark. Ich denke, das wirst du gut gebrauchen können. Oh, noch etwas. Ich möchte auch bei dir meine Schuld begleichen. Wenn dir also einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computer, Hacking und sowas. Nächstes Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du in Schwierigkeiten stecken solltest. Wir sehen uns. Hasta la vista. Die Straße der Sterne. Abgeschlossen. Oh, jetzt wird, wie gesagt, nur noch die Pokémon-Liga. Uiuiui. Müssen dahin laufen. War ja klar. Da hinten. Nee, 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 nee. Achso, der hat ja einen Eingang, sehe ich gerade. Ich wollte einfach so hin irgendwie, aber gut. Nee, 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 nee. Ich wollte einfach rüberklettern. Ich finde es schade, dass die Namen nicht mehr auftauchen, wenn du Gebiete betrittst. Die fehlen irgendwie, finde ich. Da sind die Mäuse. Ach ja. Hallo, du bist... Welches Level haben die überhaupt? Level 12. Okay. Ich dachte, zur Pokémon-Liga sind die stärkeren, aber gut. Hätte man sich auch denken können, dass sie nicht stärker zur Pokémon-Liga hin sind. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Ja. So. Bin eigentlich geheilt, aber gut. Trotzdem nochmal durchheilen.
Müsste eigentlich mal gegen so einen Trainer hier kämpfen, kurz. Besonders diesen Stärken, die Stärkeren, die halt mit der Schrift drauf. Der hier. Also der mit dem schwarzen Hintergrund. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jungen Trainern zur Erfahrung zu helfen. Na, welches Level bist du? Also, welche Level haben deine Pokémon? Rabigator. Bedroher, toll. Oh, 56, okay. Und ich habe 65. Dann machen wir das halt so. Standpauke! Naja. Aber Spezialangriff sinkt. Fehlgeschlagen, Landstrom. Was wahrscheinlich regnet gerade, ne? Es schlägt doch fehl, warum setzt du es nochmal ein? So. Der ist schon mal weg. Und bei der recht neues Level. Azugladis. Ach der. Ich habe mich gerade echt gefragt, wer das ist. Standpauke! Okay, schwach gegen Unlicht also. Bronxong. So. Und tschüss. Besiegt. Na, hast du Erfahrung sammeln können? Okay. Vielleicht. Da wartet schon jemand. So. Habe ich noch Sachen zum Verkaufen? Diese komische Sprosse und Steinknochen. Nee, 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 nee. Falsch. Ich will doch was kaufen. Wie viel Beleber habe ich noch? 10. Ui, wie viel kann ich kaufen? 36. 10. Mit LP. Okay. Ich mache Nummer 10 mit normales Geld, das sind 20.000. Habe ich 40 Stück, passt. Zwei Stück kann ich mit LP kaufen, ups. Kann ich ja mal versammeln.
Ich kann ein paar Sachen verkaufen, die ich ja eh nicht nutze. So wie diese Dinge hier. Die nutze ich halt alle nicht. Außer Hyperheiler habe ich genutzt, aber das war ja nicht wirkungslos bei den neuen. Die behalte ich. Tschüss, Pokéball. Hiervon verkaufe ich nochmal 8. Nochmal 3000. Dann hole ich mir davon nochmal 4 Stück. Okay. Dann heile ich einmal. Okay. Und der andere ist wahrscheinlich wieder irgendwo drauf, ne? Bestimmt. Warte mal. Komme ich hier hoch? Ja. Ja, da ist er. Eine. Wow. Wie viel habe ich jetzt eigentlich davon? Muss ich ja mal nachgucken. Warte mal, ich glaube, der war hier irgendwo. 415 gerade mal. Ui. Na gut, aber ich würde sagen, bevor ich das jetzt mache mit der Pokémon-Liga, werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Ich bin jetzt bei 4 Stunden. Brauche eine kleine Pause. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Pupa. Oh nein, machen wir die Pokémon-Liga. Aber wahrscheinlich will erstmal Nimilia gegen uns kämpfen. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.